Ja, jetzt ist der tot, aber ich müsste einmal, wo waren wir denn hier unten, ne? Wo haben wir denn hier diese Stadt? Einkaufen, Heilung. Oh ja, perfekt, ich brauche Heilung. Ich habe nämlich noch diesen Fluch auf mir drauf. Warte mal, wo konnte ich denn den Fluch wegmachen lassen? Bei der Apothekerin glaube ich nicht, ne? Das war glaube ich hier. Im Gasthaus glaube ich, ne? War die. Wo ich diesen Fluch beheben konnte. Seid stets auf der Hut. Weil der Fluch, den ich da habe, der entzieht mir die ganze Zeit Mana. Und das ist halt mega nervig. Kann ich euch helfen? Ja, natürlich. Ja, einmal den Fluch. Ja, komm, nehmen wir die Heilung gleich noch mit. Kann ich auch was eigentlich einkaufen bei ihr? Nee, ne? Gut. Lebe Seid auf hoch. der Hut da draußen. Oh, endlich wieder Mana. Endlich. Ich vermisse sie so. So, dann verkaufen wir den Krempel auch gleich nochmal beim Schmied. Ja, und dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen zu dem Herrn oder zu dieser Festung, Was wo wir ist? hin sind. Was braucht ihr? Oh, einmal reparieren wäre natürlich nicht verkehrt. Wir können nicht alles reparieren, ja. Perfekt. Verlassen. Kann ich hier bei ihr Bis einfach dann. mal. Achso, das war ja hier unten bei ihr, ne? Wo ich glaube ich verkaufen konnte, ne? Tretet ein. Kann ich bei dir verkaufen? Kommt rein. Ihr glaubt ja nicht, wie beschäftigt wir sind, seit diese Feier eingetroffen ist. Einkaufen, genau. Schaden 15, verkaufen. Genau, wenn ich jetzt nämlich auf Plunder drücke. Naja, nicht wirklich was. Also, nicht jetzt wirklich nicht der Rede wert gewesen gerade. Hier, guck mal, hier habe ich die Geschichte des Reisenden, ey. Die ist mein 256 Dollar wert. Oder Goldmützen. Geil. Ja. Wiedersehen. So, dann können wir aber. Ich gucke mal, haben wir noch Heiltränke genug? Drei. Wir sollten auf jeden Fall mal ein paar Heiltränke besorgen, denn es könnte ja immer schwieriger werden. So. Kaufen wir noch bei der Dame Heiltränke ein. Ihr seid in meinem Laden jederzeit willkommen. Und natürlich erhaltet ihr Rabatt auf all meine Dienstleistungen und Waren. Ja, das ist doch nett. Ich bräuchte ein paar Heiltränke. Einfacher Heiltrank. 4 Stück hat sie. Oder so ein 10er-Bündel. 141. Nehmen wir 10 Stück davon mit und nehmen wir nochmal 4 mit. So. Die hat die Dolche. Was sind das hier? Ich kann halt immer nicht, man kann halt nicht sehen, was für Werte die haben. Das finde ich halt ein bisschen doof. Ah, doch vergleichen. Nee. Dann kann ich hier nämlich auch mal verkaufen bei ihr. Zum Beispiel hier so Kleidung. Habe ich das Schild noch nicht angelegt? Dann verkaufen wir es doch. Genau, die Heiltränke. Lebe wohl, meine Gute. Wiedersehen. Ja, Eine wiedersehen. Falle in Gorhard. Das ist einfach nicht richtig. Ja, das ist nie richtig. So, jetzt müssen wir gucken, wir müssen da hin. Da müssen wir jetzt hin. Da haben wir den Weg, glaube ich, von hier aus am einfachsten Aidens Hütte runter in den. Genau. Ja. Einmal zurück nach Aidens Hütte. So, und dann können wir uns auch weiter auf den Weg machen. Immer nebenbei die Pflanzen mitnehmen, auch wenn wir selber vielleicht nichts herstellen. Aber wir können es halt verkaufen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum ich so wenig Mana hatte, warum das Mana nicht regeneriert hat. Aber da wir so einen Fluch drauf hatten, einen Ort entdeckt. Wow! Ich habe mich schon gewundert, weil der Ort war irgendwie mir eben nicht so. Man lässt den Menschen mal in Ruhe schon. Ja. Boah, lass ihn in Ruhe. Ah, Alter, das sind doch viele von den Viechern.
Den Göttern sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich! Sagt, seid ihr aus Gorhard oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Was geschieht mit diesem Dorf? Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Yolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Barton. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Ja, wenn ich schon mal hier bin, mache ich das doch ein bisschen Gold oder so. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Was ist mit Conrad passiert? Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich. Aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Barton? Er ist zu neu in unserem Dorf, um sich schon für seine Verteidigung geopfert zu haben. Aber ich fürchte, es könnte zu spät sein, ihn zu retten. Der alte Wald ist die Heimat unzähliger Spinnen. Er soll sich einmal von hier bis Oderath erstreckt haben. Der Legende nach gab es sogar einen furchtbaren, Witwe genannten Geist, der über die Spinnen herrschte. Aber das ist ein Ammenmärchen. Ja, na dann. Weidmanns Heil! Ein verworrenes Netz. Ja, dann nehmen wir das doch hier gleich mal an, wenn wir schon hier sind direkt. Ein verworrenes Netz. Fremder! Hallo. Ja, wir sollen uns ja mit ihm... Ja, auch so ein geiler Schurke wie ich, oder was? Ja, komm, geh weiter. Hallo. Ja. Treffen wir uns vor dem Dorf. Bis dahin, haltet euch von mir fern. Es sei denn, habt ihr Kunde von Barton? Habt ihr ihn, gefunden? Weidmanns Heil! Okay. Nee, gefunden haben wir ihn noch nicht. So, dann warten wir mal hier, weil hier müsste er ja dann jeden Augenblick auch eigentlich ankommen. Und dann können wir ja nochmal mit ihm sprechen. Dann kann er uns ja Informationen geben, wo wir seinen neuen Kollegen finden können. Lalalalalalalalala, ich bin der Schurke. Will er jetzt da stehen bleiben oder was? Okay. Hallo. Unterhalten wir uns kurz, wenn keine neugierigen Ohren in der Nähe sind. Kanarok blickt zu mir als Anführer auf. Und ich übernehme die Aufgabe gern. Doch wenn Barton zurückkehrt, hat all das ein Ende. Lasst es mich so sagen. Es ist gut, dass er tot ist. Versteht ihr? Warum? Er ist ein sturer und abergläubischer Narr. Er würde die ganze Stadt Schatten jagen lassen, anstatt Reichtümer zu ernten. Ich bin ganz Ohr. Barton hat schon Schlimmeres überlebt. Ich will Gewissheit, dass er mir meinen neuen Status nicht raubt. Hier ist also mein Vorschlag. Stellt sicher, dass Barton tot ist. Egal wie. Ich bezahle euch gut für eure Hilfe. Im Gegensatz zu Barton kenne ich meine Pflichten als Anführer. Warum sollte ich Barton töten? Was redet ihr da? Ich habe euch nur gebeten, Barton im Netzwald zu suchen. Oder das, was von ihm übrig ist. Sind wir jetzt fertig? Kanarok braucht mich. Ich bin ein sehr wichtiger Mann, wisst ihr? Ich kümmere mich. Weidmanns Heil! Barton finden und töten um jeden Preis. Ich soll ihn also... Im Endeffekt soll ich da hingehen. Und soll den netten Mann eigentlich nur töten. Und soll gar nicht nett sein. Aber gut.
Erledigen wir meinen Job doch mal. Versucht die sterbliche Leiche, sterbliche Überreste nehmen. Eine letzte Ruhestätte, ja, die müssen wir dann auch machen. Wir bringen den natürlich noch zur letzten Ruhe. So. Schattenbach Grotten, ja, und hier dürfte Barton entweder leben oder tot sein. Eins von beiden. Okay, hier ist Blut auf jeden Fall. Ich glaube, der ist verletzt und bittet um Rettung. Okay. Wir müssen hier durch. Ich komme, Barton. Keine langen Kombo-Angriffe aus, wenn wir die Kette so schnell sind. Und gleich mal zugreifen schlagen. Boah, geh weg. So, da lang. Ist das mitnehmen? Hier unten. Oh, da ist er doch schon. Was tut ihr hier? Bleib zurück. Moment. Ein Alpha. Bei der Gnade der Witwe, wer schickt euch? Bringt ihr Kunde aus Kannerok? Ich sollte eure Gruppe aufspüren. Nur ich bin noch übrig. Wir wurden angegriffen, als wir die Höhle betraten. Als hätten die verfluchten Spinnen uns eine Falle gestellt. Diese Spinnen gehen strategisch vor. Sie haben eine Taktik, eine einfache zwar, aber sie reicht aus, um uns zu überwältigen. Ich glaube, jemand führt sie an. Die ganze Höhle ist voller Spuren, Fußspuren, zerrissene Netze, aber keine Leiche. Vielleicht ist es sogar die verfluchte Witwe. Aber Kannerok muss es erfahren. Ehrlich gesagt, Ganneron hat euch verraten. Dieser Verfluchte. Dieses Himmelfahrtskommando war seine Idee. Und jetzt will er mich töten lassen. Kannerok muss erfahren, was hier geschehen ist. Ich muss mich um Garana kümmern, und zwar schnell. Wir unterhalten uns, sobald wir in Kannerok sind. Sprecht mit mir, bitte. Ja, Verrat gibt es nicht. Ich bin nicht dafür da, um Leute hinzurichten. Wenn ich die Möglichkeit habe, retten wir den Dorf. So können wir ein Weichei, der hier irgendwie politische Sachen versucht zu machen, hallo, hinrichten. Weil er möchte ja sozusagen, dass ich jetzt diesen Barton töte, und das ist ja völliger Quatsch. Der Barton rettet, man hat ja gerade gesehen, der, weißt du, wurde in die Falle gelockt von diesem anderen Typen. Und jetzt soll ich ihn umbringen. Und dann würde ich mir hundertprozentig, ich bin mir sicher, hätte ich ihn jetzt umgebracht, wäre irgendwann das Dorf wahrscheinlich einfach zugrunde gegangen. Weil einfach so viele Spinnen einfach das Dorf, hallo, einfach so viele Spinnen das Dorf überflutet hätten. Und der andere Typ hätte da hundertprozentig nicht, ja, hätte einfach nicht gegen die gekämpft. Weil der andere, der war ja nur so, ihr habt es ja gemerkt, so ein politisches Ding. Ich meine, ja, es ist auch eine gute Sache so, ne, das Ganze auch ein bisschen ab und zu mal so politisch sein. Stufenaufstieg. Nice, nice. Oh, sagten sie zu Jolvan. Seht doch nur. Verringert also, die Schwierigkeit beim Schlösserknacken, überzeugen es auch. Oh, sagten sie, ihr habt kein Essen. Also brachte ich Wasser. Oh, sagten sie,
Ihr habt keine Häuser. Also ließ ich Bäume wachsen. So, oh, sagten sie, Raffinesse, was soll ihr hier? Habt keine Musik. Stellt eine Frostfalle auf, also, okay. Lachte ich. Schaltet Schleichangriffe mit Dolchen und Feinking frei, die arglos optisch töten, falls der Schaden hoch genug ist. Okay, dann machen wir mal ein bisschen den Schaden damit höher, weil da kann es ja auch passieren. Hm. Kreuzfeuer, ein verzögerter Angriff mit den Dolchen, der aus Stichen und Hieben besteht. Mit perfektem Timing beim zweiten Angriff ist ein Volltreffer garantiert. Einmal da noch wegen Giften rein und hier. Gucken wir, wir bleiben weiterhin da. So, da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie das ausgeht. Weil mir ist es jetzt egal, ob der mir jetzt Gold gegeben hätte. Aber wir müssen jemanden ja mal umbringen, der das Dorf verraten will, ne? Weil er kämpft wenigstens für das Dorf. Und der andere schickt Anführer weg, damit er dann von den Spinnen in die Falle gelockt wird. Und dann soll ich ihn töten. Ja, ja, ja. So, so kann er das gerne haben, aber nicht mit mir. Man hat es ja gesehen, er hat Angst gehabt vor den Spinnen. Der eine Typ, als ich da reinkam, weißt du? Ich danke euch, dass ihr mich gerettet habt. Ihr dürft euch in die Weberkarte einrichten, einem Haus im Dorf. Billys Idee, der örtliche Schmied, wird die nötigen Reparaturen vornehmen. Für seinen Verrat habe ich Garan aus dem Dorf verbannt. Soll die Witwe ihn holen. Richtet euch in eurem neuen Heim ein, aber rasch. Ihr müsst in Schloss Jolvan herausfinden, warum die Witwe hier ist. Was braucht ihr aus Schloss Jolvan? Informationen. Schloss Jolvan war einst eine Feenfestung. Sie haben mit ihrer Magie den Netzwald befriedet. Vielleicht können sie uns sagen, wie man den Netzwald beruhigt. Die Witwe? Ich weiß nicht, was es sein könnte. Ein Monster, eine Spinne, nur eine Legende. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Was ist mit Schloss Jolvan? Wir haben seit langem nichts von der Feenfestung gehört oder gesehen. Es waren die Feen aus jenem Schloss, die den Netzwald einst bändigten. Und wir müssen erfahren, wie. Ja, was sagt er? Ich bin mal gespannt, was er jetzt zu dem Netzwald sagt. Die Spinnen hausen in den Bäumen und machen aus einem eigentlich sonnigen Ort eine kranke, dunkle Ruine. Aber der Netzwald war nie mehr als ein Ärgernis. Bis jetzt. Wie es scheint, wird Kanarok von dem ganzen verfluchten Wald angegriffen. Und wir verlieren. Was soll ich in Schloss Jolvan? Wir müssen diese verfluchten Spinnen irgendwie aufhalten. Vor langer Zeit haben die Feen aus diesem Schloss sie gezähmt. Sie und den ganzen Netzwald. Wenn ihr in Erfahrung bringt, was sie getan haben, oder vielleicht etwas über die Witwe, könnten wir es benutzen. Okay. Nur, ich hab da irgendwie, was hat er gesagt? Ich hab da jetzt ein Haus bekommen, was ja mega geil ist einfach. Ich hab da jetzt ein eigenes Haus bekommen. Es ist ja mega geil. Was kann ich? Ich kann hier. Lol, wie geil. Ich kann meine Frisur hier wieder ändern. Wow, nice. Und ich kann. Hab hier eine Truhe, da kann ich bestimmt so Sachen reinlegen oder so, ne? Auch geil. Ich kann einfach so die Sachen, die ich zum Beispiel nicht brauche, wie das Buch hier zum Beispiel, kann man hier einfach verstauen und so. Boah, wie geil ist das? Dass ich jetzt einfach sage, okay, die Sachen brauche ich gerade nicht. So, die kann ich alle schön verstauen. Ja, und hier kann ich dann übernachten wahrscheinlich. Schlafzeit. Wie lange wirst du schlafen? Ja, sind das jetzt eine Stunde oder ein Tag? Nein, Scherz beiseite. Eine Stunde. Nein, gar nicht. Aber nice. Auf jeden Fall. Ja, hat sich das schon gelohnt. Ja, dass wir hier einfach mal hingekommen sind und den Typen nicht getötet haben. Sondern, dass wir hier wirklich hergekommen sind und dem einfach, ja, geholfen haben. Wir haben jetzt eine eigene Hütte bekommen. Wir haben hier Anerkennung wahrscheinlich einfach und
Ja, hier, jetzt kann ich zum Schmied. Ich habe viel zu tun, Fremder. Wenn es also um etwas Geschäftliches geht, solltet ihr schnell machen. Die Schmiede ist heiß, falls ihr sie nutzen möchtet. Ich habe außerdem noch ein paar Gegenstände, die ich erübrigen kann. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir sie schon bald brauchen werden. Hausverbesserung. Es wäre mir eine Freude, die alte Weberkarte für euch auf Vordermann zu bringen. Sie könnte wirklich ein paar Ausbauten vertragen. Für ein wenig Gold könnte ich euch einen Essbereich einbauen. Was meint ihr? Also gut. Es wird im Nu fertig sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr den Ausbau fortsetzen möchtet. Hausverbesserung? Nun ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Ja, liegt mir. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Was kann er denn noch so? Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Ja, für Künstler. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Mal sehen, was er noch so kann. Nun, wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Ja, leg auch noch einen Keller an. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Kannst du noch mehr? Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig Gold euren Keller erweitern. Ja, tu es. Seid vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Mach mehr. Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. Ja, immer den gleichen. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Was sagt er über Barton? Der Mann ist zweifelsohne ein Kämpfer, aber er ist noch nicht besonders lange in Kanarok. Er kennt uns nicht allzu gut, ebenso wenig wie wir ihn. Ja, auf jeden Fall einmal reparieren, alles reparieren. Ja, wir haben ja noch genug. Gebt auf euch acht. Lebe wohl. Ja, jetzt haben wir die Hütte mega geil ausgebaut. Ich bin ja mal gespannt, ob man das schon sieht jetzt. Also den Ausbau oder noch nicht. Gucken wir mal. Wow. Wie geil es aussieht einfach. Hier so mit der S-Ecke. Einfach geil. Was kann man hier eigentlich machen? Cool, hier hat man so Tränke dann drinne. Geil. Alchemietisch. Eine Statue, nicht von mir selbst, aber auch geil. Oh, hier Bücherregal mit Liederbuch. Oh, geil. Den Dachboden hat er gesagt, soll ich mir mal angucken. Boah, ey, es ist echt very, very, very nice. Es ist echt geil. Oh, der Scheiß. Jetzt haben wir noch einen Keller, aber einen monströsen. Boah, Boss, Alter. Boss, Junge. Was für ein Boss er ist. Was der für so ein, wirklich, in Anführungsstrichen so, ey, wie geil er, Alter. Gut, hier soll halt irgendwo eine Spinne sein, aber die sehe ich gerade nicht, aber ehrlich, es sieht so Hammer aus. Wirklich, wirklich geile, geile Arbeit, Junge. Geile Arbeit. Respekt, ohne Scheiß. Wirklich sehr, sehr gelungen. Also wirklich. Quests, so, da haben wir die Empfehlung. Schloss und Schlüssel, Schatzkammerkunden. Da waren wir vorhin, da haben wir richtig aufs Maul bekommen. Wir hatten doch jetzt... genau, was haben wir? Ein brutaler Vertrag, vorigen Auftrag, Auftragshalter finden, losen Enden, Schloss Jolvan aufsuchen. Ja, gehen wir mal dahin. Schloss Jolvan aufsuchen. Können wir dann wie näher hinreisen? Nö. Wir finden uns eigentlich schon in der Nähe von Schloss Jolvan. Okay, er war noch nicht so lange jetzt auf jeden Fall in diesem Dorf, aber er ist halt auf jeden Fall durch und durch ein Kämpfer. Und das schätze ich sehr. Weil der andere, der hat ja Angst gehabt und man hat es ja gesehen, so richtig gezittert, so peinlich. Also nicht peinlich jetzt, aber für einen Anführer halt schlecht, wenn da so ein Dorf, in den Zeiten, wenn da ein Dorf irgendwie angegriffen wird
und man selber halt einfach nicht die Power hat oder einfach nichts macht, um ja sein eigenes Dorf zu schützen, dann ist das schon scheiße. Goldmünzen und ein Reparaturkit. Anderen Eingang finden. Ja, ups, halt. Wollte ich jetzt nicht mehr machen.